Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam: Es werden nach mir Jahre kommen, die ihr verabscheuen werdet. Also Angelegenheiten, also in Zukunft kommen Angelegenheiten, die ihr verabscheuen werdet. Dann sagte man: O Gesandter Allahs, was soll unser einer dann tun? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ihr sollt eure Pflichten erfüllen und Allah anflehen. An-Nawawi sagt was? Rahimahullah. Dies gehört zu den Wundern des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn dies ist tatsächlich eingetreten, und zwar öfter. Es kommt ein ungerechter Herrscher an die Macht. Und darin, also in diesem Hadith, ist eine Aufforderung zu gehorchen, selbst wenn der Herrscher ungerecht ist. So muss man ihm sein Recht geben an Gehorsam, und man darf nicht gegen ihn kämpfen oder einen Aufstand machen, sondern man fleht Allah an, sodass diese Ungerechtigkeit aufgehoben wird. Das ist Religion, liebe Geschwister. Es geht hier um Aqidah, es geht hier um Standpunkte, die du nicht einfach nur aus Emotionen, aber hier, guck mal, ungerecht, Blutvergießen überall und so. Du kannst diese Welt nicht retten, sondern es ist Allah, der die Welt rettet. Und im Islam gilt Schaden begrenzen. Wenn du jetzt einen Aufstand machst, was passiert dann? Wird er dann sagen: Oh, okay, ihr seid hier alle da, ihr mögt mich nicht. Okay, Entschuldigung, ich gehe jetzt. In welcher Welt leben wir? Der wird doch alle platt machen. Und das zeigt doch die Geschichte. Deswegen sagt Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, damit wir auch sehen, das ist das Verständnis der Gelehrten, das ist jetzt nicht irgendeine Sache, die einige sich erfunden haben aus Feigheit, weil viele wollen dann gleich diese abstimmen: Ah ja, ihr seid feige, ja okay, du bist der Mutige, Bismillah, tawakkal Allah, mach. Auf jeden Fall, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, sagt: Die Besten unter den Muslimen haben es untersagt, zu kämpfen, also gegen die Herrscher. Ja. So wie es Abdullah ibn Umar gesagt hat, wie Sa'id ibn al-Musayyib, Ali ibn al-Hussein und andere, die untersagt haben im Jahre, in dem Yazid hat ja in Al-Harra, war ja bei Medina, hatten wir doch erwähnt, ja, wo er diesen einen Aufstand der Medinenser auch erledigt hat. Diese Sahaba und Tabi'in waren ja dagegen, ja, im Aufstand gegen Yazid. Ebenso als Al-Hasan al-Basri und Mujahid und andere untersagt haben, mit Ibn al-Ash'af gegen die Umayyaden zu kämpfen. Das war auch einer. Neben diesem Muhtar gab es auch Ibn al-Ash'af, der hatte auch gesagt, der war eigentlich mit den Umayyaden, ja, der war mit ihnen, und dann hat er gesagt: So, jetzt muss man mir ein bisschen aufräumen. Also hat er mehrere Leute mobilisiert gegen die Umayyaden, und da haben die Gelehrten wie Al-Hasan al-Basri und Mujahid gesagt: Nee, macht ihr nicht. Und daher, Ibn Taymiyyah redet weiter, und daher ist bei Ahlus Sunnah wal Jama'a die Angelegenheit so, dass man das Bekämpfen unterlässt, aufgrund der authentischen Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sodass sie diese Angelegenheit in ihren Aqidah-Werken erwähnt haben. Und in einem anderen Werk sagt Ibn Taymiyyah rahimahullah, die Methode von Ahlul Hadith, also Ahlul Sunnah, ja, anderer Name für Ahlul Sunnah, ist das Unterlassen des Kämpfens gegen Könige und unrechtmäßige Herrscher. Noch einmal, es geht um Muslime. Okay? Und das Verweilen in Geduld, bis man entweder Ruhe findet, also du stirbst, Alhamdulillah, dann findest du deine Ruhe, inshallah ta'ala, oder eben dieser König, dieser Ungerechte eben stirbt, oder auf irgendeine Art und Weise ist er dann weg.
Das ist die Rede von Gelehrten. Aber diese Emotionen von den Leuten, oh, guck mal, und dies und jenes und so, und dann, wie gesagt, die Gelehrten abzustempeln, dass sie feige wären, nicht mutig wären oder sogar Heuchler, und sie verkaufen ihre Religion. Und dann, Junge, wo lebst du? Diese Ulama gehen von Koran und Sunna aus. Das haben sie sich nicht selbst ausgedacht, sondern sie gehen von Koran und Sunna aus. Sie haben die Aqida gelernt und deswegen machen sie das. Ja, was, wie können wir dann die Ungerechtigkeit verändern? Indem wir die Muslime wieder zum Islam aufrufen. Dass die Muslime zurückkehren zu Allah. Dann wird Allah die Gesellschaft ändern. Das müssen wir endlich kapieren. Das wollen viele immer noch nicht kapieren. Sie denken, ändere da oben, dann wird die Bevölkerung sich ändern. Das stimmt nicht. Sondern die Bevölkerung muss sich ändern. Zurückkehren zu Allah, indem wir Da'wah machen. Deswegen sagen die Ulama, wir müssen zu Allah aufrufen. Ja? Die anderen, die lieber immer den ganzen Tag nur über Herrscher reden, die sagen, oh, jetzt fangen die schon wieder an mit der Da'wah und Da'wah. Das Allah Azza wa Jalla sagt, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin, hatta yughayyiru ma bianfusihim. Wahrlich, Allah ändert nichts an einem Volk, bis sie sich selbst ändern. Also, was ist dein Beitrag zur Veränderung der Gesellschaft? Die Partys, die sind nicht nur in einem muslimischen Land und die Diskos, sondern in allen muslimischen Ländern. Alkohol wird in allen muslimischen Ländern getrunken. Zinsen wird in allen muslimischen Ländern verwendet. Da ist doch klar, dass Allah Azza wa Jalla uns dann prüft durch ungerechte Herrscher. Es geht nicht darum, dass wir sagen, sie seien gerecht. Nee, sie sind ungerecht. Das ist so das Problem. Aber wie gehe ich jetzt damit um? Wir haben doch gesehen, auch in jüngster Geschichte, ob in Algerien oder in Ägypten und so weiter und so fort, dann gibt es Truppen, die sagen, okay, dann kämpfen wir. Was haben sie außer Blutvergießen erreicht? Nichts. Gar nichts. Die Da'wa wurde eingeschränkt. Ja, man darf keine Vorträge mehr machen. Warum? Oh, Terrorismusbekämpfung und so weiter und so fort. Bitteschön. Was haben wir jetzt davon? Und deswegen, die Ulama erklären uns immer und immer wieder, macht Da'wah, klärt auf, versucht, dass die nächsten Generationen religiöser werden als die vorherige Generation. Und dann entscheidet Allah, wann er die Lage ändert. Und sie wird sich ändern zum Guten. Das ist sicher. Aber was war dein Beitrag zur Änderung dieser Lage?